Heute möchte ich nochmal darüber berichten, also sagen wir mal so, letzte Woche war sozusagen eine kleine Geldausschüttung an Verkäufer, wo mir nochmal so richtig klar wurde, wie arm eigentlich unsere Menschen sind. Ein Beispiel, ein ehemaliger Verkäufer, der mittlerweile als selbstständiger Schweißer eigentlich in ganz Deutschland unterwegs ist und gutes Geld verdient, aber halt noch Altschulden hat, die er begleicht. Hat im letzten Jahr über 9.000 Euro Altschulden bezahlt und jetzt ist ihm für 3 Wochen keine Aufträge reingekommen, sodass er seine Miete nicht bezahlen konnte und seine anstehende Autoversicherung. Bekommt auch keinen Kredit, weil er immer noch Altschulden hat und jetzt wegen, ich sag mal, läppischen 600 Euro war der völlig verzweifelt und war kurz davor, auch wieder seine Wohnung zu verlieren, sodass wir ihm einen Kredit eingeräumt haben. Und er kann es dann halt monatlich mit 100 Euro zurückbezahlen. Der zweite Fall ist ein Hinz und Künstler, der in einem Wohncontainer wohnt, ist vor 2 Wochen, oder letzte Woche war das, letzte Woche von der Polizei abends um 10 abgeholt worden, weil er auch noch Altschulden hatte, und zwar eine Strafe wegen Schwarzfahren nicht bezahlt hat. Es kam zu einem Gerichtsurteil. Er hatte keine Meldeanschrift, sodass ihm das Urteil auch nicht zugestellt werden konnte. Und so saß er auf 170 Euro Schulden und musste für diese 170 Euro 34 Tage ins Gefängnis gehen. Wir gehen zur Bank und würden uns das Geld sofort holen. Oder wir haben einen Bekanntenkreis, die uns sicherlich auch mit der doch relativ kleinen Summe aushelfen würden. Aber dieser Mensch hatte eben halt nichts und war doch ziemlich verzweifelt. Und rief mich aus dem Gefängnis an. Sein Argument war natürlich, er möchte auch gerne Fußball gucken, was ich auch verstehen konnte. So bin ich ins Gefängnis gefahren und wir haben die 170 Euro bezahlt, die er auch gleich 3 Tage später hier wieder zurückgezahlt hat. Dann bekam er nämlich Unterstützung von Seiten des Amtes und er hat das Geld auch zurückbezahlt. Und man muss aber sagen, dass unsere Leute gerade mit diesen Kleinstkrediten sehr, sehr gut umgehen und ihre Schulden auch wirklich immer begleichen. Aber die nehmen das sehr genau und sind eigentlich sehr kreditwürdige Menschen, zumindest für solche Kleinstbeträge. Ja, die Hitze bei den Verkäufern, man merkt es, man sagt ja immer, dass es ganz schlimm im Winter ist, wenn sie draußen schlafen, aber wenn es so extrem heiß ist, ist es eigentlich genauso schlimm. Die Menschen schwitzen extrem, haben schlecht Möglichkeiten, sich irgendwo zu duschen, merken schon gar nicht mehr ihren Körpergeruch. Wir merken es, wenn sie hier reinkommen, und machen sie immer darauf aufmerksam, dass es doch mal ganz sinnvoll wäre, zu duschen. Die sind einfach von der Hitze auch ziemlich erschöpft. Kann man sich ja vorstellen, wenn wir spazieren gehen in der Hitze, sind wir froh, wenn wir zur nächsten Eisdiele irgendwie kommen und uns da ein Eis holen können. Die laufen den ganzen Tag rum und schlafen auch noch draußen, dass es ihnen doch körperlich extrem anstrengend ist. Ja, das war's eigentlich für diese Woche.